Jetzt haben wir den Studiengang Gebäudeenergie und Umwelttechnik. Gebäudeenergie und Umwelttechnik, super. Spannender Studiengang, schauen wir uns gleich an. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Studiengang von vorhin. Internationale BWL. Auch dort verbringt man Zeit in Laboren, aber es ist natürlich ein etwas kleinerer Teil. Wenn Sie sich dafür interessieren, die Fakultät hat auch einen hervorragenden Imagefilm auf der Homepage. Schauen Sie sich den an. Jetzt aber zu dem ausgewählten Studiengang Gebäudeenergie und Umwelttechnik. Was ist das? Gibt es da auch entsprechende Schwerpunkte? Ja, Sie haben es gerade schon eigentlich gesagt. Der Name steht für das Programm in dem Fall. Gebäudetechnik ist ein Schwerpunkt. Hier geht es eben um Heiz- und Klimatechnik, auch um Sanitäranlagen in den Gebäuden. Dann Energietechnik, Strom, Gas, Wärme. Wie können wir heizen, wie können wir kühlen in unseren Gebäuden? Und das Ganze natürlich auch ressourceneffizient möglichst zu gestalten und zu konstruieren, zu planen, umzusetzen. Bei der Umwelttechnik gehört auch noch Abwasser und allgemein die Wasserversorgung dazu und die Planung von Rohrnetzen auch. Also insgesamt ein Studiengang, der sehr vielleicht wirklich die Ressourcen, die wir haben, hier im Blick hat und überlegt, wie kann man die sinnvoll in unserem Gebäudeumfeld so verplanen, verbauen. Also interessant und sicherlich auch in Zukunft sehr wichtig, dass wir Ingenieure in dem Bereich haben. Auch dazu gibt es einen entsprechenden Film. Julian Weser hat Professor Albers in seinem Büro interviewt. Was ist das hier für ein Gerät? Das hier ist ein Brennstoffzellenheizgerät, wie man es für die Beheizung von Gebäuden einsetzen kann. Das Gebäude bringen wir in unser Laborgebäude nicht rein, deswegen sehen Sie hier rechts die Aufbauten, die so eine gesamte Gebäudebeheizung simulieren, also die gesamte Hydraulik bis hin zur Wärmeübergabe an den einzelnen Heizkörpern in den Raum hinein. Das hört sich cool an. Ich frage mich, ab wann können wir Studenten uns damit befassen? Das können Sie dann im Hauptstudium, im vierten Semester. Da haben wir sehr viele Laborübungen. Und da ist dann vielleicht auch dieser Versuchsstand einer, an dem Sie dann arbeiten werden. Aber natürlich nur einer, weil wir neben der Heizungstechnik, wir befinden uns ja hier im Labor für Heizungstechnik, haben wir noch auch weitere Labore auf gleich großen Flächen hier im Gebäude verteilt, nämlich einmal auch das Labor für Klimatechnik und das auch Labor Gaswasser-Sanitärtechnik, ja, so dass Sie da viel praktische Erfahrung dann auch sammeln können. Schön. War dieses auch das, was Sie dazu bewogen hat, bei uns zu studieren, die Gebäude, Energie und Umwelttechnik? Ja, ich war immer an Technik interessiert, vor allem an Energieeffizienz. Und ich habe vor, in meiner Zukunft auch solche moderne Technik, wie ich hier sehe, zu planen und einzubauen und vor allem einen Beitrag an der Energiewende zu bringen. Das können Sie mit Sicherheit machen, wenn man bedenkt, dass der sogenannte Gebäudesektor neben dem Verkehrssektor, dem Industriesektor, so über den Daumen gepeilt, ein Drittel des Gesamtenergiebedarfs, der Primärenergiebedarf der Bundesrepublik ausmacht, dann können Sie hier sicherlich auch dann mithelfen, Energie einzusparen, energieeffizient zu planen oder auch auszuführen. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, Sie daraufhin gut vorzubereiten. Okay, wunderbar. Ein schöner Einblick. Auch hier, wenn Sie sich für mehr interessieren, wenn Sie richtig mit reingehen wollen, nehmen Sie Ihr Smartphone und auf YouTube finden Sie auch dort einen 360-Grad-Rundgang. Genau, da habe ich ja den Rundgang mit Julian gemacht, hier durch Stadtmitte. Und da sieht man auch den schönen Neubau und die vielen Laboreinrichtungen, die dann natürlich Theorie und Praxis perfekt verknüpfen. Okay, super. Gibt es sonst noch irgendwas, über das wir sprechen wollten in Bezug auf den Studiengang? Der Herr Weser hat das eben eigentlich auch schon ganz gut gesagt. Wer sich für Technik interessiert und gleichzeitig sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen möchte, der ist, denke ich, in diesem Studiengang ganz gut aufgehoben. Okay.